Unsere Kindheit tragen wir die Schuhe, die wir heute kennen, mit Sohlen, mit Polsterungen, mit Absätzen. Und anfangs haben wir uns noch ziemlich stark dagegen gewehrt, fanden wir sehr unnatürlich und auch sehr ungewohnt für uns. Aber dann mit der Zeit, als wir älter geworden sind, haben wir uns auch daran gewöhnt. Wir hinterfragen auch nicht mehr, ob das überhaupt gut für unseren Fuß ist, ob es gesund ist, und merken dabei auch nicht, dass unsere Füße immer weiter dadurch degenerieren und einfach nur zusammengequetscht werden. Diese Vielfalt oder die Flexibilität, die unsere Füße auch ausmachen, dieser Wunderapparat mit den ganzen Muskeln, Bewegungsmuster, die wir damit machen können, also auf Zehenspitzen laufen, Zehenspitzen hochgehen, Ballengang, Fersengang, treten, springen, klettern, also wirklich ein großer Bewegungsapparat, den wir da haben. Und unsere Schuhe, die tun sich nicht mehr auf unsere natürlichen Bewegungsmuster anpassen. Das heißt, er ist nicht mehr so flexibel und passt sich halt an, sondern ist mehr statisch, und das verursacht auch zum Beispiel sehr viele Verletzungen. Darunter einfach, dass wir durch diese Schuhe mit den Absätzen nicht mehr unseren natürlichen Gang, den Ballengang, machen, sondern einfach mit der Ferse aufdrücken, und durch die dicke Sohle und diese Polsterung können wir einfach auch durch alles Mögliche durchlaufen. Also wenn wir so barfuß laufen würden, dann würden wir, wenn wir so mit der Ferse immer jedes Mal so aufplumpen würden, mit der ganzen Erschütterung, würden wir uns dann verletzen, und so würde keiner barfuß laufen. Das wäre ziemlich schmerzhaft, und da sind auch schon die ersten Probleme. Durch diesen unnatürlichen Gang, den wir uns angeeignet haben, wird zusätzlich viel mehr Erschütterung auf unseren Gelenken und auf dem Nacken verursacht, und das sorgt einfach für eine zusätzliche Belastung und auch Schmerzen. Und wie zum Beispiel Gelenkschmerzen. Zusätzlich ist es halt auch so, dass diese Schuhe auch sehr schnell an den Füßen reiben können. Das heißt, da habe ich schon sehr oft erlebt, wenn ich neue Laufschuhe einlaufe oder zu lange in den laufe, dass ich dadurch Blasen bekomme. Ist sehr unangenehm, und auch durch diese geringe Flexibilität dieser Schuh auch hat, dass ich dann sehr schnell umknicken kann. Und die Behauptung, dass Laufschuhe mit ihren Polsterungen und Absätzen auch vor Verletzungen schützen, ist nicht ganz erwiesen. Ich für meinen Teil laufe jetzt auch schon seit mehreren Jahren, und seit 6 Jahren habe ich auch für mich das Neue gefunden, nämlich Barfußschuhe. Und ich laufe auch so im Sommer sehr viel barfuß, und da habe ich jetzt seitdem gar keine Verletzungen mehr, keine Gelenkschmerzen oder sonstige Erschütterungen, die dadurch beim Laufen entstehen. Selbst meine Füße sind auch dicker geworden, und da ist halt auch die Lösung, wie wir unsere Füße auch wieder stärken können, wie wir Verletzungen vorbeugen können und wie wir einfach unseren ganzen Körper auch zusätzlich damit kräftigen. Und das ist auch das Barfußlaufen bzw. auch die Barfußschuhe, genauso wie es unsere Vorfahren auch damals gemacht haben. Die sind ja auch mit dem Bewegungsapparat, mit den Füßen durch sämtliches Gelände auch durchgelaufen, sind gelaufen, geklettert, haben auch in denen gejagt und sowas. Lange Strecken sind sie auch zurückgelegen. Und bei uns ist dann auch so gekommen, als dann der Winter eingetroffen ist, dass halt dann die Leute angefangen haben, sich so Stoffsachen oder irgendwas halt um die Füße zu binden, damit sie auch warm bleiben. Und dann hat es halt dann angefangen, da in diese Richtung auch zu gehen, dass man auch leichte Schuhe, zum Beispiel so Sandalen ähnlich, dann angefangen hat zu tragen, damit man vielleicht auf spitzen Oberflächen wie Steine zum Beispiel etwas leichter gehen kann, dass man sich dadurch nicht jetzt zu sehr verletzt. Dann kamen die neuen Trends der Europäer und Asiaten, dass sie dann angefangen haben, Schuhe mit Absätze zum Beispiel zu tragen, um einfach größer zu wirken, zum Beispiel fürs andere Geschlecht. Und die Asiaten auch dann die Lotusschuhe auch eingeführt haben bzw. auch getragen haben, wo dann die Zehen ziemlich stark eingeengt sind. Und im Jahr 2005 tauchten dann die Barfußschuhe auf, wo dann auch Marathonläufer auf die geschworen haben und dann auch in ihnen sehr viele Strecken zurückgelegt haben. Und dann gibt es auch ein sehr schönes Buch, Geboren um zu laufen. Da wurde es auch nochmal zusätzlich erwähnt, warum wir in diesen Barfußschuhen bzw. barfuß laufen müssen bzw. nicht so viele Polsterungen tragen sollen und auch diese ganzen Absätze. Nachteile beim Laufen hat man durch die Barfußschuhe nicht unbedingt. Es gibt auch ein Volk, die Tahumana, die leben in Mexiko und die laufen jeden Tag in ihren Sandalen mehrere 100 Kilometer, mindestens einen Marathon. Und das sind unglaubliche Leistungen, und dafür haben sie nicht diese hochgepolsterten und sicheren Schuhe, wie sie bei uns zum Beispiel im Westen propagiert wird, sondern ganz simple und einfache primitive Schuhe. Vorteil von den Barfußschuhen ist, dass sie einfach flexibel an unserem Fuß sind, dass sie auch flach sind, unsere Zehen genug Platz haben und so halt einfach bestmöglich diesen Bewegungsapparat von unseren Füßen unterstützen können und auch weniger blockieren. Und in den letzten 6 Jahren, wo ich so viel barfuß laufe und auch diese Barfußschuhe trage, hat sich einiges an meinen Füßen getan. Sie sind einfach kräftiger geworden, die Haut auch dicker.
auch widerstandsfähiger gegenüber Kälte und Hitze. Da hat sie sich auch gut angepasst. Ich kann auch schon immer mehr auf spitzere Gegenstände auch laufen, ohne da starke Verletzungen auch zu bekommen. Vorteil auch dabei ist halt durch diesen Ballengang, den man sich dann wieder dadurch aneignet, tut man auch seinen Blutkreislauf wieder trainieren bzw. ankurbeln. Da kann man sich auch das Buch Godo Laufen mit dem Herz zum Beispiel mal durchlesen. Da wird es auch ziemlich gut beschrieben. Da werden die Meridiane angeregt, wenn man in diesem Gang zum Beispiel läuft. Wie auch erwähnt ist, dass meine Zehen wieder ihren ursprünglichen Abstände auch wieder haben, die sind nicht so eingeengt. Ich habe auch keine Gelenkschmerzen, hatte ich am Anfang schon, wo ich sehr viel gelaufen bin, vor 8 Jahren, wo ich mit dem Sport angefangen habe und mit den Laufschuhen gelaufen bin, sehr viele Gelenkschmerzen und auch sehr starke Erschütterungen auf meinen Nacken und Rücken. Das war nicht ganz so optimal, als ich mit dem Beingang und mit den Barfußschuhen gelaufen bin, hat sich das auch alles wieder gelegt. Auch die Sensorik an den Füßen ist viel besser geworden. Das heißt, du bist dir einfach bewusst, worauf du steigst. Und das Vorteil ist auch dabei, wenn man mit dem Beingang läuft, tut man einerseits die ganze Wucht, die ja durch den Schritt entstehen, abrollen lassen. Das heißt, weniger Schaden für den Körper. Und man kann dann auch mal zusätzlich eventuell den Fuß zurückziehen, was ich zum Beispiel mache, wenn ich auf spitzen Steinen oder Glasscheiben oder sowas versehentlich laufe, dass man dann merkt, okay, ich laufe da etwas Spitzes, der Fuß, der tut sich dann nochmal zusätzlich da um dieses Spitzengegenstand rumschmiegen. Das heißt, man merkt einfach sehr schnell, ob man auf etwas Schmerzhaftes läuft oder auch nicht und passt dann halt auch dementsprechend auf. Man entwickelt eine größere Achtsamkeit bei der Bewegung bzw. auch beim Laufen und den zusätzlichen Pluspunkt, den ich bei meiner Kampfkunst habe, ist, dass meine Kicks viel stärker und effektiver sind. Aufgrund der Tatsache, weil ich halt so viel barfuß laufe bzw. Barfußschuhe, meine Füße als Grundlage vom Körper bzw. die Basis gekräftigt und gestärkt werden, genauso dann auch zusätzlich, dass sich auf meinen ganzen Körper überträgt. Selbstverständlich ist es jetzt wichtig, dass du nicht einfach dir irgendwelche Barfußschuhe holst und gleich loslegst. Es hat alles seine Eingewöhnungsphase. Ich zum Beispiel habe mir dann mal diese Barfußschuhe gleich am Anfang geholt vor 6 Jahren und dann habe ich gleich angefangen mit denen mehrere Stunden lang zu laufen. Was ist dann passiert? Ich habe mir meine Ferse aufgerissen, meine Zehen waren blutig, weil mein Fuß sich ja nicht an diese Form gewöhnt hat, sondern an die degenerierte Form von den Laufschuhen. Das heißt, schaut, dass ihr eine richtige Eingewöhnungszeit habt. Lauft zum Beispiel am Morgen bis erstens eine halbe Stunde vielleicht und dann trägt ihr eine andere Schuhe oder zum Beispiel größere oder flachere Schuhe, aber nicht so lange diese Barfußschuhe, damit ihr euch angewöhnt und dann in den nächsten Wochen steigert ihr das Ganze langsam. Ich habe auch mit dem Ballengang damals in diesen Laufschuhen vor 8 Jahren mal begonnen, das auszuprobieren und habe gleich direkt 10 Kilometer eine Strecke zurückgelegt. Und was ist dabei passiert? Muskeln wurden beansprucht, die noch nie beansprucht gewesen sind und dann hat sich meine ganze Wade und meinen ganzen Oberschenkel hatten einen richtig fetten Muskelkater und ich konnte nicht richtig laufen für die nächsten 3 Tage. Also von daher geht es langsam an, gewöhnt euch erstmal an die Schuhe. Ich trage nur die Vibrant 10 Barfußschuhe und mit denen bin ich mehr als zufrieden. Muss man halt schon, dass die halt von den Barfußschuhen allgemein etwas teurer sind, eine teurere Marke. Muss ja jeder selbst für sich entscheiden, was er da nehmen möchte. Im Allgemeinen sind ja halt auch die Barfußschuhe etwas teurer als herkömmliche andere Schuhe, die man jetzt irgendwo im Laden findet. Und die Sohlen sind halt nicht so dick, sind auch flacher. Das heißt, die können auch ziemlich schnell kaputt gehen. Aber es gibt auf dem Markt auch Barfußschuhe, die fallen gar nicht auf als Barfußschuhe. Das ist halt ein bisschen so ein Risiko mit der sozialen Akzeptanz. Da wirst du manchmal auch belächelt oder komisch angeschaut. Ich hatte auch sehr oft sehr nette Gespräche oder damit haben mich dann Leute angesprochen und haben auch gelächelt, weil sie mich in diesen Barfußschuhen gesehen haben. Und dann ist ein Gespräch auch dadurch entstanden. Also es kann sowohl positiv als auch negativ sein. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt da etwas riskieren wollt, dann holt euch andere Barfußschuhe. Hierfür habe ich nochmal zusätzlich extra Socken, weil, wie gesagt, die Zehen sind da auch separiert. Gibt da spezielle Socken, die habe ich mir auch besorgt. Besonders für den Winter oder an kühlen Tagen sind die nochmal eine zusätzliche Unterstützung oder auch einfach wieder auch zur Eingewöhnungsphase, dass der Fuß da nicht direkt am Schuh reibt und ihr euch verletzt. Da können auch diese 10 Socken nochmal helfen. Vorneweg möchte ich auch sagen, dass ich nicht immer nur die Barfußschuhe von mir trage. Manchmal im Garten ist es gar nicht möglich. Zum Beispiel jetzt bei diesem verregneten Wetter mit dem ganzen Matsch und sowas möchte ich die Schuhe nicht unbedingt dreckig machen. Da trage ich auch Stiefel und da merke ich auch selber den Unterschied, dass ich halt in den Barfußschuhen flexibler und auch energetischer geladen bin, wenn ich zum Beispiel Sport mache, anstelle von den ganzen Absätzen und Sohlen, die ich jetzt bei den Schuhen habe. Das, zum Beispiel bei den Stiefeln, das gefällt mir ja weniger. Aber trotzdem habe ich auch ganz normale Turnschuhe.
die auch für ich für die Gartenarbeit nutze oder auch hier meine Sandalen auch ab und zu mal. Da ist es jetzt auch kein Problem, haben auch meine Füße oder beziehungsweise meine Zehen ziemlich guten Freiraum. Und das empfehle ich auch jedem, der jetzt sich nicht unbedingt Barfußschuhe holen möchte, dann holt euch wenigstens Schuhe, wo eure Füße natürlich reinpassen, wo sie nicht gequetscht sind und sich anständig halt auch bewegen können. Also zum Beispiel auch hier Sandalen, gibt auch Schuhe, die haben nicht unbedingt so dickere Schuhe. Oder ihr lauft einfach mal zu Hause barfuß rum, da wo euch sowieso keiner sieht. Also nutzt einfach die Möglichkeit, so viel wie möglich barfuß auch zu laufen. Ich mache das vom Frühjahr bis zum Herbst hinein eigentlich durchgängig barfuß laufen. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Die Barfußschuhe, die ich zum Beispiel habe, die Vibrams und auch weitere Barfußschuhe bzw. Modelle werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr da auch mal ein bisschen durchstöbern könnt. Eventuell bekommt ihr nochmal einen Black Friday Deal zum richtigen Zeitpunkt. Also kann man da auch mal schauen, ob man sich diese Zeit jetzt nutzt oder diese Aktion, dass man seine Fußgesundheit aufs nächste Level wieder bringt oder wieder zurück zur Natürlichkeit kommt. Natürlich werde ich auch die weiteren Bücher, die ich jetzt erwähnt habe, wie zum Beispiel Godot Laufen mit dem Herzen oder auch Born to Run, werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Auch sehr lesenswerte Bücher. Sonst schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Kurse habe ich da, die ich noch und euch anbiete. Schaut auch auf meiner Playlist vorbei zur schleimfreien Heilkost und auch allgemein zur Gesundheit, zum Beispiel wie man Fasten lernt oder auch allgemein die Grundlagenvideos zur schleimfreien Heilkost werde ich auch unten verlinken bzw. auch in der Infokarte und wie gesagt Kurse auf meiner Webseite, Telegram-Kanal abchecken, Instagram, private Telegram-Arbeitsgruppe, wo wir gemeinsam unsere Gesundheit arbeiten und uns jeden Tag austauschen. Auch hier für einen kleinen Monatsbeitrag mit den ganzen Hintergrundinformationen, damit wir zusammen gesund werden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.